Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir stehen hier wieder vor unserem Bett, weil ich kurz gespeichert hatte, kurz ein kleines Päuschen gemacht habe. Und wie wir sehen, wir sind auch bald schon fertig damit, mit der Hütte hier. Aussieht, wird es glaube ich gerade abends oder ist es morgens? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir legen uns mal schlafen. Ja, ist hell geworden. Nice. Oh, wir haben Hunger. Und Durst. Haben wir noch was zu essen? Ja, ist noch frisch. Machen wir uns eben ganz schnell. Ja. Essen wir eben ganz schnell und dann würde ich sagen, diese und nächste Folge machen wir das hier unten fertig. Und dann können wir los auf die große Jagd. Hier auf, das heißt auf die große Jagd. Die Höhlen erforschen da hinten. Hier nur noch dieses hier, dieses Zimmer und dann große Wohnzimmer hier. Da können wir auch schon planen, wie wir hier eine Decke drüber basteln und den Obergeschoss machen. Ich habe aber so Gefühl, die Treppe hat die damals irgendwie falsch herum gebaut, weswegen das hier passiert ist. Da weiß ich nicht. Habe auch keine Ahnung. So, dann eben hier noch einen Schluck trinken. So, der hier ist bald leer. Ich glaube, der hat wirklich Schaden bekommen. Der sieht nicht gerade heile aus. Ich glaube wirklich, der hat Schaden bekommen. Aber egal, wir schippern jetzt los. Komm, weil wir Ewigkeiten keine Musik mehr gehört haben. Irgendwie steckt da. So. Dieses Ding nervt. Dum 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 dum. Sollen wir vielleicht den Ding gleich mitnehmen? Nach da vorne hin? Ich glaube, wir fahren mal erstmal dahin, dann holen wir das Ding da ab, stellen das da vorne ab. Ich glaube, würde am meisten Sinn machen. Können wir auch gleich mal ein paar Schildkröten hier sammeln.
Perfekt. Mit der Musik. Dann schnappen wir uns mal eben. Zwei. So, den haben wir. Und den. Einwohner sehe ich jetzt keine. Hoffentlich bleibt das so. Können wir hier eben auch noch ein Seil schnappen? Ja. Holen wir uns mal den Wagen. Ich glaube, damit macht es am meisten Sinn, wenn wir den da vorne haben. Wir den dann einmal voll machen. So immer wieder und dann mit dem Wagen zum Boot. Und wieder zurück. So, die können wir auch mal sammeln. Hier noch ein paar. Alkohol. Und dann nehmen wir den da auch noch mit. Ja, Schädel haben wir wieder zwei. Ein Seil, was uns fehlt. Wieder Seil. Können wir gleich fertig machen. Die Lampen da unten. Und da hinten sind die wieder. Ich hoffe, die gehen weg. Ich hoffe, die machen mir gleich gar keine Probleme. Wäre jetzt nämlich echt doof, wenn die jetzt noch anfangen, hier mir Probleme zu machen. War nur ein Hase, okay. Kann es sein, dass wir den ganzen Tag verpennt haben, eher? Gefällt mir gar nicht, dass jetzt dunkel ist. Komm. So, dann haben wir den hier jetzt schon mal voll. Oh, ich bin gerade etwas nervös. Es ist jetzt sehr, sehr dunkel hier.
Nach da unten. Was macht die Schildkröte da jetzt? Was sieht die jetzt auch noch unter meinen Wagen? Ne? Da geht gar nicht mehr. Doch. Ja, schieb meinen Wagen weg. Finde ich jetzt aber echt doof, dass jetzt Nacht ist. Sind das meine Baumstämme? Ja, das sind meine Baumstämme hier. Natürlich ist mir jetzt kalt. Ja, wir machen uns eben schnell ein Feuer. Wenn wir uns auch eben noch mal was zu essen machen. Waren die da gerade? Ja, da sind die wieder. Natürlich. Hä? Ich würde sagen, während der Nacht bringen wir die erstmal rüber, bauen die auf und dann kommen wir wieder, wenn es Tag ist. Ja, Essen ist fertig. Okay. Was machst du noch auf meinem Boot? Will ich jetzt sehen, wie du darunter plumpst. Ja, wir fahren während der Nacht nochmal zurück. Aber haben dann auf jeden Fall immerhin das vorletzte Zimmer fertig, bevor es zum Wohnzimmer geht. Natürlich bleibe ich an der Schildkröte stecken. So, mir ist wieder arschkalt. So, dann machen wir mal eben weiter.
Was ich aber auch mittlerweile am Überlegen bin, ich weiß jetzt nicht, ob ich das beim letzten Mal schon irgendwie angesprochen habe. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mal gesagt gehabt, so was Bauen und so weiter angeht, so würde ich wahrscheinlich eher nicht Minecraft Let's Playen. Aber ich habe es mir mittlerweile so ein bisschen so überlegt. Vielleicht, weil ich so, hoppla, so gerne am Bauen bin. So. Wird es vielleicht doch Sinn machen, dass ich einfach mal irgendwie mein Let's Play davon mache. Und wäre auch gespannt auf eure Meinung dazu. Wie ihr dazu stehen würdet, wie ihr es finden würdet, so. Das Ding hat definitiv Schaden bekommen. Das sieht. Der ist fertig. Und der ist fertig. Kann mir keiner sagen, dass der Steg heile ist. Er hat definitiv Schaden bekommen. So, trinken brauchen wir erstmal. So, und dann haben wir Schlafzimmer fertig. Yay. Und natürlich wieder ausgepowert. Ja. Boah, ich freue mich schon, wenn das hier fertig ist. Irgendwie die Wand hier auch noch durch. Jetzt habe ich nicht mitgezählt, wie viele Baumstämme wir jetzt da noch haben. Ja. Drei Stück. Ja, die Wand kriegen wir noch fertig. Auf jeden Fall.
Die Nacht ist auch schon gleich zu Ende. Yay. Und die Treppe müssen wir auch irgendwie mal neu machen. Fällt mir gar nicht. So, und dann haben wir die Wand auch, die ich. Nur noch das hier. Wenn wir jetzt eben was schnell essen, wird schon hell, dann können wir auch wieder rüber. Komm schon, ja, fertig. Was ich am Überlegen bin, wir haben hier ja das Baumenü. Freies Bauen. Eigenen Boden. Okay, können wir hier nicht? Oder warte. Hä? Oh, habe ich auf eigene Wand gegangen. Das jetzt. Ah? Okay, können wir schon rein theoretisch anfangen. Aber. Wollte das jetzt nicht über die komplette Ding haben, sondern erstmal nur, komm, sagen wir erstmal hier. Das denn heißen? Ach, hier drüber geht nichts, was Boden angeht. Okay. Aber hier. Ha? Dann kann hier auf. Weil das nur hier ist, in dem. Nur das in dem Raum ist hier. Hä? Was soll denn das? Den machen wir das mal anders. Ja, hier sehe ich es auch schon. Was soll denn der Mist?
Hier müsste es doch zumindest funktionieren, ja? Hier macht er über das komplette Dings. Ist nicht. Weiß nicht so recht, ob das das ist, was ich so gerne haben möchte. Nee, das will ich auch nicht. Auch kein Pavillon. Nee, sowas brauche ich jetzt nicht hier. Baumseilrutschen. Wo ist so ein Kran? Wenn wir den hier hin setzen würden, wird schon mehr Sinn machen. Oder nicht? Egal, ich würde sagen, wir machen erstmal. Ich würde sagen, die tun wir mal weg. Planen das mal ein bisschen um. So. Ja, warte, wir hatten ja hier, was wenn dann geht, so freies Bauen. Wo war denn das? Hier? Ja. Können wir sagen. Das hier. Hier anfängt. Und dann bis dahin geht. So. Wir das so machen. Dann machen wir. Sagen wir hier machen wir eine Tür. Hier kommt die Tür hin. Dann ist der Bereich hier Wohnzimmer. Dann können wir hier einen Kran hinbauen. Wo haben wir den Kran? Nochmal. Oh. Muss ich erstmal ein Loch machen oder wie? Eine Lochsäge. Wie gerade kriege ich es hin? Okay. Machen wir hier. Ja.
So. Hier nochmal. Wie viel brauche ich noch für den Kran? Komm. Ich würde sagen, ja, komm. Die hier müsste reichen. Ja, dann machen wir die Wand weg. Die hier weg. Und die hier weg. Das hier auch. Dann planen wir das mal ein bisschen anders. Okay, keine grundlegende Wand. Eigene Wand. Machen wir das hier von hier. Ist hier. Ja. Was? Nee, das will ich nicht. Hallo, hierhin. Komm. Und noch einmal. Ja. Oder nee? Anders. Ah, das muss reichen. Das muss so passen. Ja, dann haben wir hier unseren Kran. Und in dem Fall würde es eigentlich Sinn machen, wenn wir hier auch noch mal. Oder ich würde sagen, wir lassen das für die nächste Folge offen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.